wunderschöne, gute Abend. Aus Glarus. Glarnschinken. Und der Schneetoni grüßt euch aus der kleinsten Hauptstadt der Schweiz. Und ihr seht, wie hier die Lichter oberhalb von Glarus aussehen. Ich hoffe, der Ton ist gut. Ich wäre froh, wenn er rasch schreiben würde, ob der Ton gut ist. Mess? Ich höre dich gut. Wunderschönen guten Abend miteinander, auch von meiner Seite. Ja, das ist ein wirklich ein spezieller Abend. Der letzte von 2020. Und ja, Schneetoni und Glarnschinken am gleichen Abend, am gleichen Ort, das ist etwas Einmaliges. Und es sieht doch irgendwie noch ein klein speziell aus, da mit der Sicht auf Glarus, und überall sieht man die Feuer unter uns. Wir haben uns ganz fest gesagt, dass wir den Leuten doch noch eine Freude machen wollen. Und der Übergang vom 2020, wo doch ein schweres Jahr ist für ganz viele Leute. Klar, es gibt auch natürlich Leute, die 2020 auch noch gut gefunden haben, unabhängig von Corona. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich ein Jahr gewesen, wo sehr viel von uns verlangt hat, wo ja, wo nicht ganz einfach gewesen ist. Und wir hoffen, dass das 2021 uns jetzt wieder eine bessere Zeit wird bescheren und dass wir vor allem alle dürfen gesund bleiben. Meistens habe ich noch eine Frage, kannst du mir noch einen anderen Appel geben, um zu schauen, ob die Kommentare gut sind? Jawohl, wenn man uns gehört, wir haben keinen Kommentar von Facebook. Damit wir da sehen, was die Leute schreiben. Ja, da geht es schon recht los mit dem Feuerwerk. Es ist wirklich eine tolle Aussicht von hier von Glarus. Wir sind hier im Berg oben. Super Aussicht. Ist die Lautstärke bei dir voll eingestellt? Hier? Ist wunderschön. Und ich schaue jetzt auf die Uhr. Oh ja, nach genau. Meiner Uhr geht es jetzt noch genau eine Minute. Wobei, wenn ich jetzt sehe, wie da geschossen wird, ist bei uns schon Mitternacht. Oh, was meinst du, Mess? Das ist schwierig zu sagen. Also, laut von der Feuerwerk ist schon Mitternacht, ja. Also, aber wir gehen nach unserer Uhr, ja. Nach der Glarner Chicken und Schneetoni Uhr. Und jetzt, in dem Moment, Happy New Year! Liebe Leute, liebe Fans. Wow. Das hoffen wir, diesen Moment mit euch da können zu bringen. Da live aus Glarus. Und ich glaube, es ist spektakulär, was man da vor uns sieht. Sensationell. Auch in dem schwierigen Jahr, das wir hinter uns haben, starten wir jetzt mit Feuerwerk ins neue Jahr. Wir wissen, es gibt Leute, die haben keine Freude daran, aber ich glaube, in dieser schwierigen Zeit ist es auch schön, wenn es Leute hat, die sich an dem auch erfreuen dürfen. In unserem Leben wissen wir, dass es ganz wichtig ist, dass man Respekt und Toleranz hat. Und ich glaube, man darf an einem Anwürfel einfach mal das tolerieren und denken, hey, schön, dass sich die anderen daran erfahren dürfen. Was meinst du, Mess? Ja, geht mir auch so. Also, ich habe auch nicht besonders gerade am Feuerwerk, aber es liegt an dem, weil wir auch Haustiere haben und wir wissen, wie sie darunter leiden. Aber wie der Toni auch richtig gesagt hat, wir haben wirklich schwieriges Jahr hinter uns. Und ja, wir tolerieren das und wir freuen uns auf 2021 und wir hoffen von Herzen, dass wir wirklich ein gutes Jahr werden haben. Viel Gesundheit für alle und viel Freude. Liebe Mess, wenn wir uns ein bisschen dafür bewegen, klein, da in diese Richtung, was meinst du? Wohl, machen wir. Gehst du vor? Ja. Ich habe das Kabel hinten. Da musst du aufpassen, dass du nicht ins Ding reinläufst. Ja, richtig, da ist gut.
Wir wechseln hier schon den Standort, den sehen wir von mir. Und auch die Kirchenglocke, die man jetzt gut hört. Da unter uns Glarus. Und ihr seht, absolut schön die Stimmung. Ich habe es selber so noch nie erlebt, von Glarus so. Und du, Messi? Nein, ich auch nicht, Toni. Nein, wir waren auch schon am Ratsplatz unten gewesen, aber von oben mit dieser super Aussicht habe ich es noch nie erlebt. Ich glaube, man kann schon eine Kamera nach oben zeigen, mal noch die Kulissen von diesen wunderschönen Bergen hier in den Glarner Alpen. Bei diesem prachtigen Wetter und es ist fast immer noch Vollmond. Live aus Glarus. Wobei, man muss jetzt vielleicht da sagen, du bist da auch ein Experte, Mess. Auf der linken Seite, also links, nach hinten links, das ist einer da, oder auch? Genau, also da links hinten haben wir einen Pöls. Und dann liegt rechts davon, wo man da die Feuerwerke sieht, die jetzt gerade aufgehen, ist einer da. Ja, und da geht es Richtung Hinterland und da unten haben wir eben Glarus. Für all die, die vielleicht jetzt auch hier am Zuschauen sind, Glarus, das ist ja, ein Kanton mit rund 40'000 Einwohnern. Und der Mess und ich sind hier aufgewachsen und die ganze Zeit hier verbracht. Und wir sind eigentlich stolz auf das Stückchen Land hier, oder? Das ist so, Toni. Wir sind wirklich stolz, da hinten aufgewachsen zu sein und dass wir da hinten leben, dass wir, ja, dass wir hier im Glarnerland zu Hause sind. Wirklich coole, schöne Gegend. Und das Bild und das Spektakel hier. Und dank dem Mond ist natürlich alles noch viel, viel heller. Ja, ich glaube, jetzt, wo wir ja im 2021 sind, kann es ja nur besser werden. Und ich persönlich, auch als Schneetoni, hoffe auch, dass wir jetzt bald auch hier viel Schnee haben. Wir haben zwar ein kleines Schäumchen hier in Glarus, aber es könnte deutlich mehr werden. Damit auch die Leute, jetzt, die vielleicht noch frei haben, mit den Kindern ein bisschen schlitteln gehen. So. Hier im Glarnerland sind ja auch die Skigebiete wieder aufgegangen. Das ist ja speziell mit diesen Massnahmen. Auf das wollen wir nicht eingehen. Ich glaube, das ist halt so, man kann gewisse Sachen nicht ändern. Wir nehmen das so hin. Aber hoffen und denken ganz, ganz fest, dass sich die Situation jetzt in diesem Jahr verbessern wird. Dass wir im Laufe des Jahres wieder zu normalen Zuständen zurückkehren können. Und dass sich alle Leute, alle Bürger, ja, Kinder, Eltern, Erwachsene, ältere Leute wieder normal bewegen und nicht alleine zu Hause bleiben müssen. Also ich glaube, das ist einer meiner grössten Wünsche, dass die Leute A, gesund bleiben und B, dass wir unsere Freiheit einfach wieder geniessen dürfen und dass wir den Corona einfach im Griff haben. Das ist ja, mein grosser Wunsch. Und ich glaube, der Mess will dazu vielleicht auch noch etwas sagen. Ja, Toni, es ist so. Der Wunsch von uns allen ist, dass der Spuk mit dem Corona bald hinter uns ist, dass wir wieder zurück in ein normales Leben gehen können, dass wir Sachen machen können, die wir früher gemacht haben, die wirklich tagtäglich waren. Ob jetzt Konzerte ins Kino, mit Verwandten, mit den Eltern auswärts essen, Familienfest und. Dass wir wieder das machen können, was wir früher gemacht haben. Und wir sind zuversichtlich, dass wir es bald schaffen, dass wir bald so weit sind, dass wir ein normales Leben wieder machen können. Darf ich hier noch etwas sagen? Ja, Thomas, sicher. Ja, und ich möchte hier
allen Fans von mir auch sagen, ich kann euch ganz fest lieben. Und besonders dich, Michelle. Oh nein, jetzt fängt die Geschichte wieder an mit der Michelle Hunziker-Reihe. Ja, ihr müsst wissen, vor allem die, die den Donolo nicht kennen, er ist ein grosser Fan von der Michelle Hunziker. Was, Papi? Ich bin voll verliebt. Donolo, das haben wir gestern schon gewusst. Aber ja, wer weiss, vielleicht meldet sich auch Michelle Hunziker da bei uns und tut dort schon mal sie persönlich kennenlernen. Wow, Papi, das wäre so schön. Donolo, wir haben gestern abgemacht, du gibst mir ein Foto von dir und ich schicke es ihr. Und ja, wer weiß, was im 2021 passiert. Vielleicht wirst du mit ihr kennen, gehen zu Nacht essen. Ja, das ist so. Uns wir als Glarner Cinque, wir sind ja Glarner Cinque. Wieso sind wir Glarner Cinque? Weil wir italienische Blüte auseinander haben und aber da im Glarnerland aufgewachsen sind und wir fühlen uns natürlich auch als Glarner. Und wir sind stolz darauf, auf beide Seiten. Und ich glaube, wir verkörpern das sehr wahrscheinlich auch. Und hoffen auch, dass in der heutigen Zeit keine Ausländerfeindlichkeit mehr stattfinden sollte. Ich glaube, Leute sollten uns auch vielleicht als Bild, als Vorbild nehmen, dass man auch als Secondo vollwertig Schweizer kann sein, aber auch vollwertig auch noch für sein ursprünglich kann sich einsetzen. Ich glaube, das sind noch wichtige Punkte in der heutigen Zeit. Ich glaube, man muss gar nicht sich irgendwie vor irgendetwas verstecken oder rechtfertigen. Ich glaube, man kann in seinem Herz zwei ganz grosse Lieben haben. Wow, Toni. Also, das hast du so cool übergebracht. Was soll ich noch dazu sagen? Du hast es voll auf den Punkt gebracht. Wir haben das Herz und es schlägt sowohl für Italien als auch für die Schweiz, weil wir hier aufgewachsen sind und geboren sind. Wow, Toni, du hast es wirklich, wirklich cool übergebracht. Und darum sagen wir ja immer auch, egal auf welcher Plattform, ob es auf Schnee Toni ist, ob es auf Glarner Cinque ist oder eben auch, ob es auf einem Polizeiticker ist, für uns ist immer der Mensch wichtig und nicht das, was in Pass steht. Das ist ein Punkt, wo uns sehr, sehr am Herzen liegt. Und wir Menschen, wir kochen alle nur mit Wasser. Und wir Menschen, wir haben alle ein Herz. Und ich glaube, das Herz spricht für alles und für alle. Und ich bin wirklich stolz, dass wir diese Communities so haben. Und jetzt sehen wir hier richtig klar im Hinterland, die Polizei schon mit Blaulicht gefahren. Aber siehst du das Mess? Ja, man sieht es gut. Ja. Hoffen wir, ist nichts passiert ja. Dass das Polizeiauto richtig klar im Hinterland fährt. Es wäre schade, wenn jetzt auch an der Silvesternacht irgendetwas passieren sollte, wo nicht gut ist. Man sieht es Licht. Ja. Aber leider ist natürlich Gefahr bei Feuerwerk, dass vielleicht irgendwo dann plötzlich brennen tut. Ja, hoffen wir, dass nichts Schlimmes ist. Und super Feuerwerk, ich muss sagen, gefällt mir aussehnlich. Papi, darf ich auch Ski fahren? Die Skigebiete sind offen, aber Papi hat keinen Ski. Ja, aber wer weiss, vielleicht hat er den Mess von Micky Ski. Apropos Micky, Toni, wo ist der Micky? Wo ist der Micky? Hast du aus dem Auto genommen? Nein. Hast du die Tür zugemacht? Ja, oh nein, jetzt haben wir im Auto vergessen. Warte schnell. Warte, hab ich schon gekommen, ich kann ihn schnell holen. Ja. Komm gerade. Ja, der Micky ist im Auto vergessen worden. Ich dachte, es ist ziemlich ruhig. Und vor allem, ja, es hat keinen komischen Ton gehabt, die ganze Zeit. Ja, Papa ist auch mal ein schöner Micky. Das finde ich aber nicht recht. Sorry, Micky, wir haben es schon gemacht, wir haben dich vergessen. Sorry. Ja, er hat mich vergessen. Ich vergesse jedes Mal mich. Der Toni und der Schnitt und den vergesse ich nie. Ja, sorry, Micky. Hey, ja. Haben Sie ja schon gut angefangen mit euch drei? Komm, Micky, doch nicht so. Wir könnten etwas essen. Okay. Also immer essen. Von meiner Seite gutes neues Jahr. Ich halte zusammen. Geniessen und essen genug. Ja, Micky, du auch. Ja, und vor allem, ja, jetzt ist noch ganz wichtig, neues Jahr. Was habt ihr für Vorsätze fürs neue Jahr? Und ganz, ganz wichtig, ich begrüße natürlich auch alle Fans aus dem Ausland, aus Deutschland, Holland, Belgien, Schweden, Finnland. Meinst du, wir so weitere Länder aufzählen? Ja, Dänemark, Holland, Deutschland hast du schon gesagt.
USA und Kanada eventuell, ja. Dann würde ich noch sagen, Türkei, Kosovo, ja, Serbien, Kroatien, Italien, Portugal, Spanien. Die ganze Welt, wir grüßen alle. Bei uns seid ihr natürlich alle zu Hause und wir sind stolz, dass ihr uns da ja, verfolgt. Auf Schneetoni und auf Glarne Cinque. Ja, wir sind da live aus Glarus, unserem Hauptort im Kanton Glarus. Und ihr seht vor uns da das Feuerwerk. Da geht die Post ab. Da geht wirklich die Post ab. Papi, meint ihr jetzt Post? Nein, Donolo, Post ab sagt mit dem Sinn, dass da etwas geht. Ach, ich habe schon gemeint, jetzt kommt mein Geschenk lieber mit der Post. Nein, Donolo, das kommst du dann vielleicht am Montag über. Wieso, Papi, hast du mir etwas gekauft? Nein, man sagt es ja so. Oh, Mann. Hey, Donolo, hast du gehört, am Montag kommst du vielleicht das Geschenk lieber. Was hast du dich so gewünscht, hä? Hä? Wer weiss, ob Michel dich besuchen kommt. Hey, jetzt fährt er auch noch an mit dem Michel. Aber es ist herrlich. Herrlich. Ja, vor allem, wenn man jetzt die Welt anschauen, dort andere, die kleine, kleine Welt, sie sieht so schön und so, ja, so in Ordnung aus eigentlich. Und ich glaube, so einen Moment, die muss man nicht geniessen. Das ist ja ein Problem. Man kann sich im Moment auf Social Media umbewegen und an vielen Orten kommt einem viel Hass, viel Böses entgegen. Die Leute sind gereizt, die Leute machen sich gegenseitig fertig und die Leute meinen immer, sie müssen dem anderen sagen, was er zu tun hat oder eben, was er eben nicht zu tun hat. Und wir finden einfach, dass es auch Momente gibt, wo man sich einfach gehen lassen darf, darf einfach geniessen und einfach auch in diesen schwierigen Zeiten nutzt, positiv und darf mal geniessen. Und für das sind wir hier als Glarner Cinque und auch der Schneetoni natürlich im Schnee. Ha, vielleicht kann ich auch da sagen, als Betreiber vom Polizeidecker, ich bin jeden Tag mit Negativen konfrontiert und es gibt nichts Schönes als Ausgleich. Einfach diese schönen Seiten dürfen zeigen als Schneetoni oder mit dem Mess, mit der kleinen Cinque. Papi, du hast mich vergessen. Ja, Donolo, du gehörst nicht dazu. Jetzt kommt sicher noch der Micke mit seinem Senf. Ja, mich vergesse ich jedes Mal. Nein, Micke, du gehörst natürlich auch dazu. Danke. Bitte schön, bitte schön. Ist das einfach wunderschön. Ja. Wirklich, wirklich. Bombastisch, bombastisch. Ja, es ist von der Temperatur her, für die, die interessiert, es ist 1 Grad minus, also es ist angenehm. Also, es tut gut draussen sein. Also, ja, vor allem nachdem man so viel Raclette gegessen hat, ist es gut schön, in der frischen Luft zu sein. Also, was hast du gegessen? Du hast Raclette gehabt? Ja, ich habe Raclette. Was hast du gehabt? Ja, also ich habe so typisch Italienisch gehabt, mit Pasta, Lasagne, also Lasagne haben wir gehabt, Arrosto, also Fleisch im Ofen, ja, allerlei und dann noch ganz klar Panettone, nicht können fehlen. Also, ich bin jetzt einfach, dass wir jetzt ein bisschen draußen sind, dass wir ein bisschen laufen können. Ja, das tut sicher auch gut. Eben, wir reden ja vom Essen und ich glaube, das ist vielleicht den Leuten aufgefallen. Wir sind natürlich auch sehr interessiert, dass wir da neue Betriebe im Glarnerland und in der Umgebung dürfen zeigen. Also all die, die das Gefühl haben, sie könnten ein bisschen Werbung brauchen. Und dass sie wieder ein mehr Bekanntheitsgrad haben, vor allem auch in dieser Zeit, wo vieles zu ist. Ihr dürft uns gerne kontaktieren. Und meistens finden wir irgendwie einen Weg, um vielleicht vorbeizukommen und euch dann einfach können zu präsentieren. Wir haben jetzt ein paar Orte können so zeigen und wir hoffen, dass wir diesen Leuten auch geholfen haben, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit auch etwas Positives können bringen. Also, wer Interesse hat, etwas von seinem Geschäft zu erzählen, der darf uns sehr gerne auf Glarner Cinque kontaktieren. Papi und mich dürfen dir auch kontaktieren. Ja, du bist automatisch dabei. Du bist der das Telefon dann abnimmt, gell? Messi, ich habe ja keins. Moment, du hast gesagt, dass du das Telefon von Papi hast. Ja, aber das brauche ich noch zum Flirten. Ach, Donald, musst du es wieder sagen? Oh, Donald, du bist mein Held, echt. Wow, Mess, und du bist mein grosser Held. Ah, gehst du fremd? Nein, Papi, du bist sowieso mein Liebling. Ja, wenn wir es auch hoffen. Was hast du mir jetzt geschenkt? Donald, das mit der Post war ein Witz. Donald, es war wirklich ein Witz. Es ist einfach so, zum sagen, der Post geht ab, so quasi, wow, da geht, ja, da passiert etwas, oder? Aber nicht Post, quasi Post, dass du ein Päckchen bekommst. Aber ich muss jetzt auch wieder sagen, also, liebe Glarner, also, unglaublich, wie viel Ausdauer, dass ihr da habt, also das Feuerwerk da zeigen, also es ist
absolut spannend zum Zuschauen. Vor allem, man sieht auch die Berge, die Alpen im Hintergrund. Also die Kulisse ist grossartig. Also, Glarner Cinque und Schneetoni-Fans, also, ihr müsst es selber zugeben. Also, die Kulisse ist einfach traumhaft, oder? Ja, es sieht wirklich gigantisch aus. Was es eben ausmachen dort ist der Schnee, Vollmond, Feuerwehr, die coole Beleuchtung, die wir hier in Glarus haben. Also, es passt gerade wirklich. Gigantisch, gigantisch. Schau mal, da unten hat es jenseits Christbäume, die beleuchtet sind. Ja. Papi, gibt es noch mal eine Weihnachten? Ja, Antonio. In genau 364 Tagen. Wow, Papi! Das war jetzt ein Spruch von Micky. Micky, hast du gehört, in 364 Tagen ist Weihnachten? Ja, wieso redest du jetzt? Ich rede ja. Wieso redest du, Papi? Ja, so, ich weiss auch nicht. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ja, weißt du, Papi hätte auch etwas sagen wollen, weisst du, Micky? Ich bin aber ein bisschen verwirrt, wie der Toni gesagt hat, 364 Tage. Aber 364 Tage ist eigentlich dann Silvester wieder. Und das ist eigentlich die Woche vorne. Also, ihr müsst 336 Tage so circa warten. Oh mein Gott, das ist jetzt wirklich mess. Zum Glück, ich bin, glaube ich, immer noch ein bisschen benebelt. Papi, du bist ja Wolkenpost. Nein, Donald, das brauchst du jetzt nicht sagen. Nein, Donald, du schau. Aber ich finde es sehr gut, dass ich den Messer, der natürlich sehr gut im Rechnen ist. Ich habe es extra falsch gesagt, ich wollte schauen, ob du reagierst. Okay, ob ich noch wach bin, oder was? Richtig, okay. Richtig. Jetzt ist ja schon morgen früh. Oh ja, sag nicht du. Oh, da. Oh ja, ja. Stimmt mir gerade Gold richtig da. Wow. Papi, ist das jetzt viel Geld, das dort aufgeht? Ja, mit einigen Franken. Könnte ich mit dem Geld zur Michel reisen? Ja, wahrscheinlich. Durchaus möglich, Donalo. Schau, das sind 20 Franken, 40 Franken, 50, 60, 100. Ich würde sagen 90. 60, 90, 100, 200. Also, das müssen wir halt fragen. Hey, was haben wir ausgegeben? Papi, das war aber cool. Ja, das war wirklich schön. Ja, das ist schön. Aber es war wirklich wunderschön. Da, es geht weiter. Es geht einfach weiter. Es ist speziell, wenn du zustammst zu Hause bist, Silvester, und das Feuerwerk hörst, hast du das Gefühl, das sind einfach zwei oder drei Böller, die abgehen. Aber wenn du da oben bist und so schauen tust, hast du das Gefühl, das nimmt kein Ende. Also gigantisch, also was da abgeht. Und siehst du es? Da in unserem geliebten Glarnerland kann man das auch verfolgen. Ja, der Kanton Glarus. Ich glaube, auch aus dem Ausland kennt ihr den Kanton Glarus, vor allem aus Schneetoni-Sicht von den Fahrten Richtung Unterboden vom vielen Schnee. Jetzt mal hier vom Hauptort in Glarus mit diesem Silvester-Neujahrsfeuerwerk, das jetzt einfach immer weitergeht und da ziemlich spektakulär aussieht. Vor allem da in diesem Tal mit etwas Schnee, mit guter Beleuchtung durch den Vollmond. Einfach toll. Wirklich toll. Ja, das ist so. Das ist so. Wow, ich weiß nicht mehr, wo hinschauen. Links geht was ab, rechts geht was ab. Wow. Es ist wirklich sehr schön. Ja, Glarus, ein bisschen mehr. Glarus selber als Stadt, bei 7'500 Einwohner. Ich glaube, die Ortschaft Glarus Mitte, mit allen Ortschaften, ist bei 12'000. Aber es gilt ja als die kleinste Hauptstadt von der Schweiz. Und wenn man mal an den Titel schauen, es sieht so toll aus. Ja. Ei, 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 Papi. Ja. Ja. Ich habe auch Hunger. Donald, wir haben zuerst gegessen. Aber noch etwas wäre gut. Ja, wer weiß, vielleicht macht uns der Mess nachher noch Spaghetti. Hast du Lust auf Spaghetti, Donald? Ja, Mess, wenn sie von dir sind, immer. Oh, herzig. Also, Tomatensauce oder Bolognese? Oder was hättest du gern? Du bist der Carbonara-Spezialist. Okay, dann gibt es Spaghetti Carbonara. Machen wir doch. Weißt du, aber irgendwann müssen wir dann schlafen. Ja, Papa, du kannst gehen, du bist alt, ich nicht. Ja, aber Donald, du bist jetzt auch ein Jahr älter, gell? Jetzt sind wir schon im 2021. Ja, apropos, ja. Wir sind im 2021. Wahnsinn. Wahnsinn. Kannst du dich noch daran erinnern, Mess, wo man das Jahr 2004 hatte, der Wechsel, und man hat gesagt, wow,
wir sind an der Jahrtausendwende. Jetzt sind wir wieder 21 Jahre weit. Das ist so. Das kommt mir vor, als wäre es vorletztes Jahr gewesen. Und das sind auch schon 21 Jahre her. Brutal, wie die Zeit läuft. Wirklich brutal. Und wir dürfen hier weiterhin das Spektakel geniessen. Papi, die Mische fehlt mir. Wie kann sie dir fehlen, wenn sie ihn nicht kennst? Ja, Papi, weisst du, ich habe sie so viel mal im Fernsehen gesehen. Ja, aber... Ah, und jetzt hat sie Ferien. Aha, darum vermisst du sie. Ja. Oh. Vorher weisst du, dass sie Ferien hat? Weil sie nicht, nicht mehr im Fernsehen gesehen hast, oder was? Ja, Mess. Die Sendung läuft im Moment nicht. Ah. Okay, okay, ja. Yeah. Traumhaft. Einfach schön. Einfach schön da. Für all die, die jetzt sich jetzt zuschalten, wir sind live aus Glarus. Und wir feiern mit euch den Jahreswechsel. Und wir hoffen, dass das 2021 uns allen viel Glück bringt, viel Gesundheit und vor allem auch wieder ganz, ganz viele Freiheiten. Das wünschen wir uns für uns selber, aber auch für alle Leute, die da draußen sind. Hast du aber gut gesungen, Toner? Hast du wirklich gut gesungen? Ja, weißt du, mein Papi singt immer, wenn er am Rasieren ist. Toner, muss er es jetzt anderen erzählen? Was singt er denn? Das Lied, das du jetzt gerade gesungen hast, oder? Ja, wieso hast du es nicht gewusst? Nein, ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Und ich wollte es auch nicht wissen. Wieso hast du es erzählt? Ja. Weiss jetzt, spät ist es. Ist jetzt mal 24 ab. Aber eins weiss ich sicher, wir sind sicher im 2021 angekommen. Ja, das sind wir, glaube ich, schon, ja. Garantiert. Papi, ist jetzt den Leuten das Geld ausgegangen? Jetzt kein Gefühl mehr. Jetzt sehen wir es dann, aber jetzt ist es gerade ruhig. Es kann vielleicht auch durchaus möglich sein, dass der eine oder andere verschlafen hat. Und jetzt verwacht und sagt, oh, es ist schon Mitternacht, oh, ich muss raus, Feuerwerk ablassen. Und dann wird man noch etwas gesehen, also da warten wir noch einen Moment. Also die Glocke da unten aus der Kirche, das ist die reformierte Kirche, die so tönt, oder? Jawohl. Das sieht ganz schön aus. Wenn man sieht Türme im Dunkeln, ganz klein. Ja, es wäre jetzt noch etwas gewesen, in die Kirche gehen. Papi, du müsstest beichten. Donald, nein, das musst du und der Micky. Ja, da muss ich dem Toni recht haben. Also Toner und Micky, das würde ich sicher gut beichten. Wieso muss ich beichten? Ich habe ja gar nicht gesagt und gar nicht gemacht. Ich bin das Jahr ganz in Liebe gewesen. Ja, genau das Jahr. Das hat erst gerade angefangen, genau. So, ich glaube jetzt aber, es ist Zeit, dass wir da den Livestream, den Neujahrs-Livestream beendet. Und wir wünschen euch ganz viel Glück, ganz viel Gesundheit. Papi, und ich wünsche, dass ich Michel endlich treffe. Ja, Tonolo, aber bitte nicht, unterbrich mich nicht immer. Tonolo, ich hoffe schwer, dass sie bald mal treffen tust. Aber ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen Abend. Viel Gesundheit, hebe zurück zueinander. Und wir sehen uns bald wieder. Und natürlich auch für alle auswärtigen Followers auch von Schneeton. Ich wünsche euch einen ganz guten Start ins neue Jahr. Und ich freue mich schon, wenn ich als Schneetoni unterwegs sein kann und euch den Schnee wieder live zeigen kann. Wer weiß, vielleicht schon in den nächsten Tagen. Und ja, mir glauben nicht Schinken. Freut euch auch. Ja, also wir freuen uns auf den Schnee. Auf das gute Essen, gute Leute, mit der Community, die wir hier haben. Und vielen lieben Dank, dass ihr hier zugeschaltet habt. Schnee, Toni, Followers und Glanertschinken-Followers, vielen lieben Dank und bis bald.
Ciao miteinander. Tschüss.